Hallo, willkommen zu diesem Video heute hier. So mein Boss Ultimate, heute Tipps und Tricks mit euch zeigen, wie man ganz Amiibos auflevelt. Ich hatte das gleiche schon bei Super Smash Bros. For Wii U. Das hier ist Super Smash Bros. Ultimate. Ihr seht es an den Charakteren und deswegen dachte ich mir, komm, mach jetzt kurz diesen Video, damit ihr, wisst, wie das funktioniert. Ganz einfach. Einfach den Amiibo scannen. Müsst aber leider die Daten von der Wii U leider löschen. Ja, weil sonst geht es nicht, wie ihr jetzt auch sehen könnt. Ja, und deswegen. Ja, und wie ihr seht, ist das gleiche wie bei der Wii U. Alle gehen auf einen los und ja, ich zeige euch mal kurz, wie das funktioniert. Wie ihr sehen könnt, sind da viele neue Charaktere dabei. Okay, alles ist neu. Zum Beispiel Simon, Waco, Ken, Ripley, King K. Wu, Inkling, Richter. Und ja, das sind neue Charaktere. Wenn man frei durch den Kämpfen macht oder den Armkampf. Wie gesagt, wenn ihr mehr von Smash Bros. Sehen wollt, dann schaut auf meinen Hauptkanal vorbei. Und da könnt ihr gerne mein ganzes Play sehen von Super Smash Bros. Ultimate. Und ja, und hier seht ihr nun, wie das Ganze abläuft, wenn ihr nicht mehr mal Amiibo trainiert. Hier seht ihr es, ja. Jetzt glaube ich, jetzt gleich zwei Versuche machen. Ein Kampf und dann noch ein Kampf. Wie ihr genau sehen könnt. Ja, ich wollte jetzt das kein Leben. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Und deswegen dachte ich mir, komm, mal dieses Video, damit ihr, ja, wisst, wie man Amiibo trainiert bei Ultimate. Und ja, damit ihr Bescheid wisst. Und ja, dachte ich mir, komm, ich mache dieses Video. Für euch dann nochmal Amiibos. Das gilt auch für alle Amiibos, wenn ihr zum Beispiel, Bowser trainiert. Das war, wir müssen hier den von ganz von vorne trainieren. Ja, wieder auf Level 1, meiner ist gerade auf, aktuell auf Level 22. Wie ihr sehen könnt. Und ja, deswegen, ja. Und gleich seht ihr was Besonderes. Das hier, das ist dieser Knalleffekt und ja. Deswegen, und das gilt für alle Amiibos, ja, auch die, wo ihr dann gekauft habt. Ich tue mal das Ganze nochmal, damit ihr es nochmal genau sehen könnt. Auf der kleinen Stage und deswegen, ja, mache ich es nochmal. Live Prozedere, wie gesagt, meines auf Level 23. So einfach geht es, wenn ihr Amiibo trainieren wollt und ja. Und damit ihr das dann wisst, weil ja, man muss das Ganze neu aufnehmen. Gleich gilt auch zweite Video, auch bei allen anderen Amiibos, also ich bin die Idee, wird alles wieder von vorne aufnehmen. Die Idee von Nintendo finde ich nicht gut. Ja, dass man die ganzen Amiibos von ganzen Beinen zu aufgelevelt hat. Nochmal von Grund aus neu aufleveln müssen. Ja, kann ich die Daten nicht, rüberübertragen von der Wii U, geht nicht, ich will von Grund aus neu trainieren. Weil der Grund dafür ist, ich verrate euch jetzt, und zwar die Geister. Ja. Man kann mit denen dann auch noch die Daten aufleveln und deswegen muss man alle Amiibos von Grund aus neu aufleveln. Ja. Wirklich so. Deswegen. Seht ihr Level und da nicht Level Up, sondern Level und dann ein Pfeil. Und so hat. Und ja, das ist bei allen Amiibos und ja, deswegen. Und ja.
Tut mir leid, aber ihr müsst es so machen, weil sonst, ja, weil die alten Daten könnt ihr leider nicht übertragen. So übertragen, das geht nicht. Ja, ihr müsst es dann von neu aus neu trainieren. Und deswegen. Und ja, deswegen, ja, nur als Information einfach, ihr müsst. Ihr solltet die Türme einfach Ultimate haben und die alten Amiibos nutzen, müsst ihr die ganzen Daten löschen und dann neu trainieren. Aber das Gute ist daran, der Name wird nicht geändert. Ja, ich sehe gerade in meiner, das ist immer noch Mario. Ja, und deswegen, ja. Also, der Name wird nicht geändert, aber ihr müsst dann von ganz aus neu trainieren. Ja, für alle Amiibos. Von der Super Network Collection. Und das heißt, gilt auch für die neuen Amiibos. Es gibt ja King K. Rool, Grizzly, bin ich noch mit einem zum Weihnachten gekommen. Dann kann ich euch auch da zeigen. Und ja. Und deswegen, ja. Ich würde sagen, ja. Ich hoffe, euch hat dieses wunderbare Tipps und Tricks Video, wie man Amiibos trainiert, den Super Network Ultimate gefallen. Und dieses Bild hat eigentlich nicht erwartet, dass Inkey Wu vor The Inkling steht. Also, so geht das nicht. So sind wir aufgelevelt. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst, solltet ihr ein Amiibo von der Super Snapbox New Collection haben, dann müsst ihr es von ganz von vorne aufleveln. Und ja, ich würde sagen, ja, ihr wisst nun Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieses kurzen Tipps und Tricks Videos, wie man Amiibos trainiert in Super Smash Bros. Ultimate. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde mich sehr gerne freuen. Und ihr seht gerade Level 26, ich werde jetzt eine kleine Prozedere immer wieder wiederholen. Und ja, deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Tipps und Tricks Video. Also, tschüss!